Willkommen zurück bei Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Wie versprochen, gehen wir jetzt in dieser Folge natürlich in diesen bewachten Bereich und versuchen uns, beziehungsweise versuchen hier dann, bitterlich eine Wurst, versuchen irgendwelche Informationen hier zu erhaschen. Okay, sind alles Asse. Dieser Kartenstapel besteht nur aus Pik-Assen. Mhm. Der Mann im Zockerraum hat das gleiche Werkzeug zum Betrügen benutzt. Hm. Sie waren vor kurzem noch hier. Sieht so aus auf jeden Fall. Spalt, Spalt, drehbare Fläche, Geheimfach. Eine kluge Vorrichtung, um Glücksspielutensilien bei einer Razzia zu verstecken. Haha, geil. Clever. Buchhaltung. Hey, der Hammer. Hier ist die Buchhaltung für Oktober. Ein Kartenstapel. 75 mal 1, 3, Pfund 15. Verloren, Poker 140. Gewonnen, Poker 1200. Verloren im Domino 63, gewonnen im Domino 108. Gesamt 1108. Warte mal, ordentlich ein Biss gemacht. Jack Cole, ich erinnere mich an den Einsatz vor 3 Jahren. Hier ist ein Schlüssel. Der sieht nicht wie ein gewöhnlicher Türschlüssel aus. Nee, das stimmt. Genau, erstmal eingesackt. Okay, was haben wir denn hier noch? B. Kneipenbesitzer. Kneipe. Selbstgebaute Bombe. Kneipenbesuch. Der Mann mit der Hasenscharte ist am Abend nach dem Bombenwurf in die Kneipe zu Jack der Hammer Cole gekommen. Okay. Wie gesagt, wir suchen erstmal uns die ganze. Weil ich habe ehrlich gesagt noch. Also ich habe noch niemals die leise Idee irgendwie, was hier genau Ambach ist. Bevor ich jetzt irgendwie mich hier. Ja. Ein Spalt. Vielleicht verbirgt sich etwas hinter dem Regal. Ja, vielleicht. Kratzer. Mhm. Ja, bevor ich mich jetzt hier auf so eine falsche Fährte locken lasse, lassen wir das erstmal noch mit dem Beweis. Zu spät. Niemand mehr hier. Ja, sei doch froh, die hätten dir doch richtig die Fresse poliert. Es ist offenkundig, dass all das von Jack Holes Bande gestohlen wurde. Aber sie machen Buchhaltung. Immerhin. Das ist der Koffer von dem Kerl mit der Hasenscharte. Das ist ohne Zweifel Diebesgut. Der Mann mit der Hasenscharte. Offenbar mit seiner Familie. Die sieht ein bisschen aus wie Mr. Bean. Nach dem Umzug in unser neues Heim. Mhm. Kettlebell. Der Mann mit der Hasenscharte hat seine Sachen verpfändet. Er braucht vermutlich dringend Geld. Für eine Jacke nur 3 Schilling? Okay, das ist natürlich nicht viel. Butlers Pawn Shop in der Lambeth Street. Er dürfte vermutlich in der Nähe dieses Pfandhauses wohnen. Okay. Was ist da draußen denn los? Razzia. Nein. Ist der dumm, ey. Ist der dumm. Ich muss Wild retten. Auf der Stelle. Nee, müssen wir eigentlich nicht. Eigentlich müssen wir es nicht. Nein, 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 wir müssen hier durch. Holmes, du Miserate, ich bring dich um! Hey,
Holmes! Du miese Ratte, ich bring dich um! Stuhl. Ach so, ich muss vielleicht noch klicken oder so. Ich dachte, das macht er selber. Holmes! Du miese Ratte, ich bring dich um! Täglich grüßt das Murmeltier. Boah, bin ich gut, ey. Miese Ratte, ich bring dich um! Du sollst ihn doch umstoßen. Meine Fresse. Holmes! Du miese Ratte, ich bring dich um! Bitte! Schlecht. Ich hätte vielleicht das Tablett nehmen sollen, anstatt dem Hut. Holmes, du miese Ratte! Ich bring dich um! Ernsthaft? Ich dachte, er schmeißt das Tablett. Holmes! Du miese Ratte! Ich bring dich um! Quatsch! Und den Hut. Und zur Seite. Aber er trifft mich doch auch. Jedes Mal. Holmes! Oh, komm mal, das ist miese Ratte, ich bring dich um! Umstoßen. Ah, mit der Flasche. Ich schiebe ihn jetzt mal schon zur Seite. Anstatt das zu werfen. Nee, also wir müssen auf jeden Fall den Hut da abmachen. Miese Ratte, ich bring dich um. Weil sonst können wir den nicht frei. Weil sehe ich da irgendwas, wenn der Typ da mit einer Flinte kommt? Und den Hut. Und zur Weide. Und den Hut. Aber hier, weiß ich. Warte. Das konnte ich vorhin nicht anklicken. Oder ich habe sie nicht gesehen. Kneipenspaß. Ja, die Errungenschaft heißt Kneipenspaß. Das passt. Das passt doch. Wie der Arsch auf die Auge. So. Kommen wir jetzt mal. So, fortfahren. Weiter geht's. Boah, hau ihn kaputt, ey, ehrlich. Die sind blöden Idioten. Wer sind Sie? Sie sind Alice, ja? Hören Sie, Holmes hat einen Verdacht.
Von was reden Sie denn da? Sie müssen diskreter sein bei Ihrem Spielchen mit seiner Tochter. Nein, nein, nein! Zu schwach, Holmes. Aber Sie sind Mr. Holmes. Was zum Teufel? Sehen Sie? Sie hat sie erkannt. Ich wusste es. Sie müssen den Charakter wirklich leben. Gehen Sie jetzt nach oben oder ich zerre Sie zurück in die Kneipe. Verstanden? Na, sehen Sie, Sie können es. Ich... Nun gut. Aber im Ernst, Sie sollten Schauspielunterricht nehmen. Boah, ist das ein Freak. Sie sind hier, um Ihren Vater zu rächen. Ich weiß es. Sie sind hergezogen, haben mich ausspioniert und wollen jetzt Rache an mir nehmen. Durch meine Tochter. So ein Unsinn. Ich liebe Ihre Tochter. Sie sehen doch überall nur Verschwörungen. Mit gutem Grund. Vergessen Sie nicht, welchen Beruf ich ausübe. Sie Armer. Sie verwechseln Aufrichtigkeit mit Unehrlichkeit. Wollen Sie etwa sagen, dass Sie ganz zufällig hier sind? Natürlich nicht. Als sich die Chance bot, Sie kennenzulernen, kam ich her. Aber nicht mit Hass, sondern eher mit Faszination. Ich wollte mehr von Ihnen über meinen Vater erfahren. Er hoffte mir Antworten auf meine Fragen. Aber ich musste feststellen, dass Sie selbst ein Rätsel sind. Sogar für Ihre eigene Tochter. Sie hätten meine Tochter aus ihren kranken Problemen heraushalten sollen. Sie verwirren sie nur. Es ist vorbei. Sie weiß es zwar noch nicht, aber ich werde bald fortgehen. Ich bin hier fertig und Sie werden nie wieder von mir hören. Gut, aber reden Sie lieber direkt mit mir. Keine Heimlichtuerei. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ein Kind von Kriminellen so viel für Sie bedeuten könnte. Sie... Ich gehe. Bitte vermiesen Sie nicht meine letzten Momente mit Caitlin. Oh, mit Caitlin. Okay, so, und jetzt hau ich den Typen da oben kaputt, ey. Boah, der regt mich auf. Auch wenn das nicht war, den packe ich trotzdem ins Gefängnis. Nur gut, dass ich Ihnen in der Kneipe zu Hilfe geeilt bin, Holmes. Am liebsten wäre mir, wenn Sie mir nicht mehr helfen würden. Aha. Wie ich sehe, hast du dich bereits mit Kate angefreundet. Boah, dieser blöde Sack, ey. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben Butlers. Im Archiv. Okay, wir gucken uns das einmal nochmal im Archiv an. 1882. Nein, nicht Forschungsbericht. 1892. 91, 92. Daltonbande. Echt, die Daltonbande? War das die Dalton? Hat das damit zu tun? Nicht das, was ich benötige. Okay. Westminsterbande. Scotland Yard hat mit Hilfe des berühmten Privatdetektivs Sherlock Holmes eine Razzia gegen eine der gefährlichsten und reichsten Straßenbanden Londons durchgeführt, die Westminster-Bande. Allerdings lief der Einsatz, wie von unserer Polizei gewohnt, nicht reibungslos ab. Bei der Razzia wurde eine unbeteiligte Person schwer verletzt. Dabei handelte es sich offenbar um Hagen Cole, den Bruder des kriminellen Jack Cole. Die Ärzte kämpfen noch um das Leben des Verletzten, aber sind nicht sehr zuversichtlich. Immerhin gelang es der Polizei, bei dem Einsatz drei Mitglieder der Bande zu verhaften, wobei der Anführer, der bereits erwähnte Jack Cole, wenig später aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen wurde. Gerüchten zufolge hat die Bande enge Verbindungen zu einflussreichen Personen, darunter zu Richtern, Politikern und Polizeibeamten. Doch wahre Gerechtigkeit schert sich nicht um solche Dinge, oder sollte das etwa nicht mehr der Fall sein? Da, gefunden. War das nicht im letzten Spiel? Also... wo wir, kannst du Scotland, ja, wo wir mit, wo wir das den letzten Sherlock Holmes Teil gespielt haben, hatten wir da nicht die Westminster-Bande ausgehoben? Ich glaube, ja. Sicher bin ich mir aber nicht mehr. Mal schauen, was wir jetzt noch so rausfinden. Okay, wir gehen mal hier zu Lestrade. Tag. Gucken mal, ob wir was wir noch hier rausfinden können. Mr. Holmes, Sie leben noch. Und das erfreut Sie nicht besonders. Ah, da täuschen Sie sich aber.
Ich würde Sie bitten, Jack Cole festzunehmen, wegen versuchten Mordes an mir. In Ordnung, Mr. Holmes. Wir werden das sofort erledigen. Ach so, ja, einige Zeit später. Inspektor, der Verdächtige wurde festgenommen. Bitte sehr, er gehört Ihnen. Nichts zu danken, Holmes. Okay. Jack Cole will fragen. Ich würde aber jetzt gerne erstmal in die Lambert Street. um mal da zu gucken, was, ja, was wir über diesen Mann mit der Hasenschaft rausfinden können. Weil nicht, dass wir jetzt den Jack Cole zu früh befragen. Und dann, ja, ist da. Er kann sich da irgendwie wieder rauswinden oder so, weißt du? Space, Bild ansehen. Unser Verdächtiger mit seiner Familie vor ihrem Wohnhaus. Okay. Hast du da? Butler's Pawn Shop. Kann ich da nicht rein? Nein. Okay, da ist ja irgend so ein. Was ist denn das da drüber? So ein, eine Lampe. Das sah sie da so aus, oder nicht? Das hier, das könnte das doch sein. Ja, mit dem Riss und so, das könnte passen. Guten Tag. Okay, wir schauen mal, was wir hier so finden können. Guten Tag, Madam. Guten Tag, Sir. Erstmal angucken. Jawohl, die ist Protestantin. Alles klar. Da haben wir das Verbrechen ja schon. Ja, die hat schlechte Augen. Ja, die liest die Bibel. Okay. Das ist ein religiöses Bild natürlich. Warum sollte sich ein Bild vom Schafhirten in die Wohnung hängen? Jeremiahs Mutter ist eine religiöse Frau mittleren Alters. Sie lebt recht zurückgezogen und geht nur selten aus dem Haus. In ihrer Wohnung befinden sich religiöse Bilder und Symbole. Sie ist kurzsichtig und trägt eine Brille mit starken Gläsern. Ich möchte zu ihrem Sohn. Jeremiah, er ist nicht zu Hause. Kann ich Ihnen einige Fragen über ihn stellen? Vielleicht gehen wir besser rein. Ich weiß nicht, wer Sie sind, Sir, aber ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen. Mit Fremden will sie nicht reden. Hm, dann muss ich mich als Jesus verkleiden. Genau. Muss mich verkleiden. Okay, ich will auf jeden Fall erst mit der Mutter da reden. Um zu gucken, ob ich irgendwelche Informationen über den Sohn daraus finden kann. Weil, wie gesagt, ich will jetzt nicht diesen Jack Cole befragen und dass der sich da irgendwie rausfindet und so, deswegen erstmal so viele Informationen sammeln, wie herausfinden. Aber jetzt verkleiden wir uns erstmal als Jesus. Hätte ich jetzt gesagt. Ich als Seelsorger. Versuch's mal als Seelsorger. Getarnt. Okay. Hier so. Die Brille passt schon. Und dann aber kein Bart. Jo. Wie, ihr Seelsorger? Ich meine, oh, kurz Auge jucken. So. Verdammt, ja. Gut, ja, dann. Zuerst sollte ich mit Wiggins reden. Er ist immer in der Baker Street. Natürlich. Nichts ist trügerischer als eine offenkundige. Boah, halt dein Maul, ey. Wirklich. Einfach dein Maul. Sonst komme ich da drüber. Yo, da ist er. Wiggins. Wiggins, Exorzismus.
Protokoll 2.5, Lambeth Street. Klar, verlassen Sie sich auf uns. Was? Wie Exorzismus. Wir sind bereit. Okay. Und wofür die genau bereit sind, das sehen wir in der nächsten Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.